Im Branchenmodell Holzbau, im Register Massiv- und Kellerbau gibt es einen Bereich, der heißt zusätzliches Streifenfundament. Und hier sind Sie in der Lage, in einem Projekt für das Kellergeschoss und oder für das Erdgeschoss eine zusätzliche Längeneingabe vorzunehmen. Und in der Branchenlösung Holzbau ist die Breite jeweils auf 40 und die Höhe auf 100 cm. Das heißt, es ist irgendwo eine Zwischenvariante zwischen Standard und frostfrei voreingestellt. Bitte Achtung, dieses zusätzliche Streifenfundament, was eben bewusst hier schon in die Sonderausstattung integriert worden ist und Ihnen nicht nur über die klassischen Geschichten festmengen, so und so gemacht werden könnte, ist hier deswegen vorhanden, damit eben zusätzlich zur normalen Fundamentierung der Hausgründung, die automatisch berechnet wird, zusätzlich zur Fundamentierung von Wandscheiben, die außerhalb des Hauses auf Decken oder im Gelände stehen, zusätzlich zur Fundamentierung von freien Auskragungen und zusätzlich zur Fundamentierung, die automatisch bei Stützenfüßen berechnet wird. Das bedeutet also, wenn Sie Säulen geplant haben mit Stützenfuß, wird automatisch geguckt, sind diese entsprechend, wenn ein Haus unterkellert ist, innerhalb des Arbeitsraums, dann wird bis zum Boden gerechnet, oder sind sie außerhalb des Arbeitsraums bzw. bei nicht unterkellerten Häusern, wo nur frostfreie Streifenfundamente nötig sind. Auch das wird automatisch berechnet. Das heißt, auch hier zusätzlich dafür noch, wenn eben weitere Varianten nötig sind. Da formhalber noch der Hinweis, wenn Bodenplatten oder schmäler als 20 cm sind, wird auch dort bei Stützen oder bei Betontreppen automatisch nochmal eine Fundamentierung berechnet. Das heißt, wenn alles das, was dort automatisch passiert, nicht reicht, nur dann gibt es entsprechend hier diese Eingabewerte. Könnte zum Beispiel eben sein, wenn irgendwo Abtreppungen nötig sind, wenn bei größeren Ausgrabungen eben auch nochmal zum Haus ein Streifenfundament zur Ablastung gesetzt wird und so weiter und so fort. Eben hier haben Sie die Möglichkeit, das Ganze, und im Tooltip kommt auch nochmal der Hinweis, dass eben hier für Terrassen oder Ähnliches das Ganze entsprechend gedacht ist. Nach außen geführt hier deswegen, zum einen hängt natürlich die Berechnung der Streifenfundamente in den Kubikmetern dahinter, das heißt eingegebene Länge mal Breite mal Höhe, ganz klar, geht in eine Position, wird im jeweiligen Geschoss berechnet und es wird natürlich auch eins gemacht, die im Register allgemein definierte Bodenklasse 3 bis 5, 6 oder 7 greift hier bei diesem zusätzlichen Streifenfundament ebenfalls mit ein, das heißt also für die hier eingegebenen Varianten wird natürlich dann ebenfalls noch der Erdaushub entsprechend berechnet. Wenn wir uns das Ganze in der Berechnung einmal anschauen, das heißt, wir gehen hier aus der Voreinstellung der Sonderausstattung in der Masterkalk einmal raus mit Abbruch und schauen uns über die Berechnung und den Inhalt der Sonderausstattung das Register Massiv- und Kellerbau an. Und in diesem finden wir jetzt unsere Steuerungselemente für die zusätzlichen Streifenfundamente. Das sind insgesamt unsere 6 Stück und wir sehen bei den berechneten Positionen, wir haben wie gesagt den Erdaushub für diese zusätzlichen Streifenfundamente und wir haben das zusätzliche Streifenfundament selber, was eben hier als Berechnungsergebnis einmal im Gewerk Erdarbeiten und einmal im Bereich Massiv- und Kellerbau zur Verfügung steht. Wohlgemerkt, die Häufigkeit, wo Sie dieses zusätzliche Streifenfundament brauchen, dürfte recht gering sein. Sie haben aber bitte eben im Hinterkopf, immer dann, wenn eben Ablastungssituationen nicht den Automatismen entsprechend, haben Sie hier die Möglichkeit, direkt in der Sonderausstattung, wo Sie die Ausführung der Streifenfundamente einstellen, eben bei Abtreppung oder irgendwelchen Varianten hier, das, was eventuell zusätzlich benötigt wird, einfach noch entsprechend zu erfassen. Und für dieses wird halt sowohl das Streifenfundament als auch der Aushub entsprechend berechnet. Und das sind die zusätzlichen Streifenfundamente im Branchenmodell Holzbau, steuerbar im Register Massiv- und Kellerbau.